schafften wir gemeinsam. Wo warst du so lange? Wir waren besorgt. Ich dachte, sie hätten dich. Meine Nachricht zuzustellen war schwer. Kennt dein Onkel sie? Wird er mit uns den Khan besiegen? Hoffentlich. Aber wir können nicht abwarten. Der Wind wird stärker. Der Sturm wird morgen hier sein. Hast du die Belagerungswaffen? Genug für durchschlagenden Erfolg. Wir haben auch einige Deserteure aus der Armee deines Onkels, die dem Geist folgen wollen. Wir warten. Sag den anderen, wir greifen früher. Ich richte es aus. Du solltest nach ihnen sehen. Sie wollen ihren Anführer hören. Fürst Sakai. Gut, dass der Zedern-Tempel an unserer Seite ist. Solche Ehre würde ich nie für mich beanspruchen. Ich weiß. Deshalb verdient ihr es auch, mein Freund. Morgen rächen wir euren Bruder und die Kriegsmönche eures Tempels. Ich will nur unser Zuhause zurück. Ich sah es geschehen. Ich denke, er hat richtig gehandelt. Der Geist ist ein Held. Er ist ein Samurai, oder nicht? Er muss seinem Herrn bedingungslos gehorchen. Hätte er das... Verdienst das Allerbeste. Das ist eine Falle. Aber der Geist schlägt die Mongolen. Jin. Guten Tag, mein Herr. Masako, ihr seid tatsächlich da. Ich sagte, ich komme, wenn ihr mich braucht. Aber der Khan muss sterben. Er ermordete meinen Gemahl. Und seine Männer töteten meine Söhne. Ich bringe ihnen ihre gerechte Strafe. Dabei unterstütze ich euch. Ruht euch aus. Morgen wird ein langer Tag. Oder ein sehr kurzer. Sakai! Es ist gut, euren Bogen dabei zu haben, Sensei. Wir müssen uns noch um Tomoes Angebot kümmern. Das erledigen wir später. Nachdem wir den Khan vertrieben haben. Danke. Ohne euch wäre ich nicht so weit gekommen. Werdet nicht sentimental, Sakai. Jawohl. Sensei. Bereitet euch nun auf morgen vor. Ich bereite mich mein ganzes Leben vor. Ein Tag mehr bedeutet da nichts. Da sind wir, mein Herr. Ihr seid gut gelaunt. Natürlich. Ich habe mir einige Gläser gute Laune gegönnt. Gönnt euch nicht zu viel, sonst verschlaft ihr den morgigen Tag. Scherz beiseite. Den morgigen Tag lasse ich mir nicht entgehen. Ich bin für Taka hier. Danke, Kenji. Es ist unser Zuhause, nicht ihres.
Ich sage es euch, der Mongole... Wir sind schon weit gekommen, seit du mich aus Komoda herausgeschafft hast. Du warst so schwer, ich konnte dich kaum schleppen. Ich musste dich halb ausziehen, um vorwärts zu kommen. Ohne dich wäre ich nicht hier, Yuna. Ich kann dich nicht verlieren. Wir haben so viel durchgemacht. So viele Menschen verloren. Ich kann es nicht. Ich muss den Khan aufhalten. Musst du nicht. Wir können mit einem Boot weit weg segeln, während dein Onkel seinen Samurai-Krieg kämpft. Willst du das wirklich? Nein. Wenn ich falle, versprich mir, weiterzukämpfen. Du bist ein Mistkerl, Jin Sakai. Ruh dich etwas aus. Noch nicht. Bleiben wir hier noch etwas sitzen. Es ist soweit. Wir müssen den Khan vor seinem Angriff aufs Festland erledigen. Kenji, wie steht's um unsere Belagerungswaffen? Bereit, die Mongolenflotte unter Beschuss zu nehmen. Gut. Yuna gibt das Angriffssignal. Sobald das Feuer beginnt, stürmen die Mongolen eure Position und laufen direkt in unseren Hinterhalt. Der Sprengstoff ist platziert. Schützen sind auf den Dächern. Wir sind bei euch, Sakai. Danke. Euch allen. Geht. Jin, keine Spur von deinem Onkel. Der Sturm wartet nicht. Und wir auch nicht. Macht euch bereit für den Signalfall. Jetzt! Die Mongolen kommen. Wir mähen jeden nieder, der durchkommt. Da oben. Auf sie!
sonst setzen sie uns fest! Drängt sie zurück! Tötet sie alle! Unser Plan ging auf. Die Mongolen formieren sich neu. Wir werden ihnen keine Chance lassen. Norio führt unsere restlichen Truppen den Berg hinauf. Wir stoßen zu ihm und starten den Angriff. Ja, ihr habt es geschafft. Das Ende steht bevor. Heute wird der Khan sterben. Fürst Shimura ist nicht hier. Wir kämpfen allein. Wir starten einen Angriff auf das Haupttor, lenken die Mongolen ab, während du hineinschleichst. Sie werden euch überrennen. Wir sind weit gekommen. Wir werden jetzt nicht umkehren. Ihr seid die tapfersten Krieger, die ich je kannte. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Überlasst uns den Kampf. Worauf warten wir? Keine. Ich muss auf ein Dach hinauf. Das Lager ausspähen. Irgendwie den Kampf finden. Thank you.
Der Wachturm ist perfekt. Von da sieht man das ganze Lager. Für Tsushima! Keine Gnade! Ich muss nur zu dem Herrenhaus.
Honcho! Timber! All dieser Tod, weil ihr und euer Onkel euch nicht ergeben wolltet. Ich bot euch Frieden und ihr wähltet Krieg. Jetzt wird euer Volk auf dem Festland
Leid. Ihr werdet diese Insel nie verlassen. Rache, der kleinliche Wunsch eines Kindes. Ihr werdet Tsushima nie verlassen. Die Bewohner von Tsushima rächen. Rache, der kleinliche Wunsch eines Kindes. Vergessen.